meine Kartoffelfreunde, willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Brettel mit dem Tommy. Battle. Mit mir. Hallöchen, Bobböchen. Wie geht's euch allen so? So Leute, heute ist mal wieder in einer neuen Aufnahme und farm ein bisschen. Und ich habe mir jetzt echt ein Thema überlegt, über das ich reden möchte. Warte mal. Zum einen... Ja? Ich finde dich gerade nicht. Ich glaube aber hier oben bist du. Ich bin über dir. Ja, okay, ja, ich hab dich. Du müsstest mich sehen. Aber nicht in allen Dingen. Also, okay, cool, danke. Ja, ich muss echt mal mit euch über etwas sprechen, und zwar mit dem aktuellen Wohnungsmarkt. Also das ist ja sowas von der Achso, wir sollten das jetzt anfangen. Egal. Also der Wohnungsmarkt momentan, der ist ja sowas von... Scheiße, Creeper, geh weg, geh weg, weg, renn weg. Wen triggert der? Mich. Wir brauchen das Schwarzpulver. Ja, schön. Ja, Mann. Ein Schwarzpulver. Jetzt können wir alle ficken. Wir haben uns die Stern gemacht letztes Mal, ne? Ja, nur wir müssten auch die Waffenbox wieder neu machen. Aber Rosenrot und Lapis haben wir noch, von daher... Hier meiner Zuschauer hat kommentiert, dass wir die Stern nicht machen sollen. Die ist zwar günstig, aber macht auch dementsprechend kein Damage. Okay, dann brauchen wir aber noch mehr Schwarzpulver, noch mehr Eisen. Ja, aber dann lass uns einfach in der Höhle bleiben, ein bisschen rumlaufen, gucken, ob wir vielleicht noch eine Höhle in der Höhle finden. Und ich will einfach so tief wie möglich rein. Also ich würde halt fast sagen, Eisen haben wir wieder fast genug. Wir bräuchten Ich habe noch 40 und 1. Ja, ich habe auch noch 42, also 40 und 2. Lass mal hier reinspringen. Was ist das hier? Cool. Da war ich drin, aber hier ist Eisen. Dann gucken wir, dass wir... Notfalls, wir können ja auch Strip Mine, also, oder beziehungsweise wir nennen es nicht Strip Mine, wir nennen es nach einer Höhle suchen. Das ist ganz einfach. Ich habe eine Höhle gefunden. Ja, da waren wir schon. Ja, auf jeden Fall muss ich echt mal mit euch über den Wohnungsmarkt reden. Der ist so dermaßen beschissen, das glaubt ihr gar nicht. Also was ich jetzt alles, also ich bin momentan auf Wohnungssuche, mir geht diese Einzimmerwohnung hier dermaßen auf den Piss. Ich kann das einfach nur mal sehen, dass ich auf denselben 15 Quadratmeter koche, esse, schlafe, am PC hocke. Und dann ist mein Bad auch noch mit so einer scheiß Badewanne ohne Fenster. Das geht mir halt sowas von dermaßen auf den Strich. Ich kann ja einfach nur mal wohnen. Ich muss jetzt hier weg. Als ich eingezogen bin, habe ich mir gesagt, das ist ja nicht für immer. Jetzt gucke ich so auf den Kalender und denke mir, scheiße, ich wohne hier ja schon 5 verfickte Jahre. Creeper, Alter, das sind voll viele Creeper. Nee, die gehen hoch. Immer schön zurückkicken. Weggehen. Kicken. Nice. Ich nehme mir den Kobold hier. Warte, da sind wieder zwei. Einer sehr down. Schön. Der andere? Ist untergegangen. Alle. Ach, der ist da unten noch. Okay, warte. Nicht, dass er das Schwarzpulver von den anderen wegsprengt. Nee, warte. Er ist down. Ja, ich nehme mir den Kobold. Okay. Oh, wow, ich habe gerade direkt Damage bekommen. So, dann der haben Kobold wir jetzt drei down. Schwarzpulver. Drei Schwarzpulver, sehr geil. Ein neuer Rekord, Alter. So viel hatten wir noch nie. Das war das, was uns das letzte Mal gefehlt hat. Da hatten wir nur zwei Schwarzpulver gehabt. Oh, ich komme hier nicht raus, Dominik. Oh. Wo bist du denn? In dem Wasser, die Strömung war so stark. Okay. Nee, also auf jeden Fall, der Wohnungsmarkt momentan ist echt scheiße und ich muss ja einfach raus. Ich kann das nicht mehr haben hier. Ich habe das Gefühl, diese Wohnung erdrückt mich bis zum Gehtnimmer. Ich halte das einfach nur mal aus und deshalb bin ich halt momentan auf der Suche nach einer Zwei-Zimmer-Wohnung und ich sag's euch, man findet nichts Gescheites. Also, man könnte jetzt sagen, man findet nichts Gescheites, was bezahlbar ist, aber das stimmt nicht mal. Selbst ich habe mir auch zwei teure Wohnungen angeschaut, sogar die sind scheiße. Sogar diese teuren Wohnungen sind einfach der größte Rotz. Also ich würde nicht mal in diesen teuren Wohnungen für umsonst wohnen wollen. Die machen dann super Bilder und dann sind die einfach richtig scheiße. Und ich hatte so eine richtig schöne Wohnung gesehen, die war auch günstig. Da musste ich alles nachweisen. Bevor ich überhaupt zur Besichtigung gehen durfte, hast du eine Höhle gefunden? Nee, ist einfach ich nur, hab da Zombies hier gehört. Hier ist einfach nur ein Raum. Einfach Raum. Aber ich höre hier die ganze Zeit einen Zombie, da muss irgendwo eine Höhle sein. Ich glaube überall. Ja, und hier. Musste ich zwei Wochen auf eine Entscheidung warten vom Eigentümer und der hat mir natürlich abgesagt heute, deshalb bin ich richtig mad drauf, weil die wäre echt richtig cool gewesen, die Wohnung, aber wurde halt leider nichts. Bestimmt hat er sich für so einen richtig alten Knacker entschieden. Hoffentlich stirbt er in der Wohnung und die Wohnung ist danach wertlos oder so. Das wäre richtig geil. Dadurch verlieren die Wohnung nicht unbedingt an Wert, aber okay. Ich weiß, das macht sie nur noch beliebter. Oh oh. Ah, Skeletti. Ich kümmere mich um... Okay. Kümmere du dich um den. Ja, wir bräuchten halt auf jeden Fall sowas wie diese drei Creeper eben, die waren Alter, richtig schön. Was geht mit dem ab, Alter? Der Kobold ist richtig... War das ein Spawner? Keine Ahnung, nee, ich glaube nicht. Der Kobold ist gerade richtig schnell hier lang gerannt, ey. Okay. Was haben wir hier? Lava? Ne, hier sind wir wieder da, wo wir eben waren. Hä, wie sind wir da hingekommen? Hier ist auch noch komisch. Ein Durchgang. Ey, die Höhlen sind richtig komisch aufgebaut. Ja, das ist, weil das alles generiert ist. Das ist kein Natural Minecraft. Unter uns. Kommt ein paar Zombies. Ja, auf jeden Fall.
Du arbeitest doch im Immobiliensektor, oder? Nein. Ich bin dann verwechsel ich dich mit Revenzeit. Also ich bin in einer Genossenschaft. Das ist noch was anderes. Wo kommen die Zombies denn alle her? Ist doch alles ausgeleuchtet. Ich verstehe es auch nicht. Aber es sollen einfach Creeper herkommen, das wäre super. Ja, ja, das ist halt. Ich baue mal wieder ein paar Fackeln ab, ne? Ja, mach das mal. Aber dann wissen wir gar nicht mehr, wo wir waren. Sag mal kurz ruhig. Hier war mal schon. Ich habe das Gefühl, das juckt die gar nicht, die Zombies, ob hier jetzt Dingens ist oder nicht. Ich habe auf jeden Fall Lava gefunden hier. Okay, cool. Dann nimm doch mal einen Lava-Eimer mit. Ist es so ein Lavasee oder? Ich weiß es nicht. Ich höre nur Lava. Hä, ich check einfach nur mal, wo ich bin. Also, ohne Witz. Wo bist du denn jetzt? Hier. Eigentlich. Ich hab mal kurz einen Sneak. Siehst du mich? Ah, ich sehe dich. Okay. Ich baue hier mal einen Ofen auf und brenne schon mal alles. Nee, hast du Öfen im Inventar? Ich habe einen. Warte, hier ist ein Ofen. Auf, bitte. Und so, hier ist ein Crafting Table und ich mache parallel nochmal zwei Öfen mehr. Okay, mach das. So. Warte, geh mal weg da. Schau mal. So. Ja, also Wohnungsmarkt momentan. Hier zumindest in der Stadt, in der ich wohne. Aber ich glaube, das dürfte überall so sein. Ist die absolute Katastrophe. Teil du mal das Eisen und alles auf zum. Mache ich, ja, bau du weiter, ich kümmere mich. Ja, ich brauche noch, ich brauche wieder einen Eimer. Das dauert noch kurz. Ich brauche hier noch ein Eisen, gerade mal. Warte, danke. Und ich baue eine Spitzhacke, deshalb wollte ich jetzt was brennen. Weil ich habe keine Spitzhacke mehr. Oh, doch, ich habe noch eine, aber die ist bald kaputt. So, jetzt musst du mal ganz kurz. Oh, schicker Hut, Bruder. Den wolltest du haben, ne? Ich höre auch die Lava. Ja, hier wo irgendwo. Kommt die nur aber. Her? Aber die kann ewig weit weg sein. Wir sind ja gerade unter diesem Pilzbiom. Sehe ich gerade auf der Map. Das ist meine ich hoffe, da kommt jetzt nicht gleich Lava rausgeflossen. Ja, Leute, und ja, zumindest zurück zu der Wohnung. Und dann hatte ich so Besichtigungen. Ey, da waren gar keine Bilder drin. Und ich denke mir halt so, okay, wenn keine Bilder drin sind, habe ich vielleicht ein bisschen eine Chance, eine Besichtigung zu bekommen. Weil oft ist es ja so, man schreibt wen an und dann beantworten die nicht einmal. Oder die entscheiden sich halt schon im Voraus für irgendwen. Also die wollen dann, dass man einem kompletten Lebenslauf schickt mit Gehaltsvorstellung und, keine Ahnung, sexueller Gentrifizierung. Und dann melden die sich halt einfach gar nicht mehr. Und das Problem ist echt, wenn man dann so eine Besichtigung bekommt, dann ist die Wohnung meistens auch einfach richtig scheiße. Also ich hatte gestern auch noch eine Besichtigung. Da waren die Fenster so richtig alt mit Holzrahmen. Die waren doppelt verglast. Das Bad war der absolute Horror, das war kackbraun, olivgrün, also kackbraune Fliesen, olivgrüne, ne, ihr wisst schon, Wanne und Waschtischdings da, also der, wirklich, und dafür war die gar nicht mal billig, ne, eine absolute Katastrophe. Also ich weiß echt nicht mal, was ich tun soll, ich verzweifle. Probleme. Ja, ich weiß, du hast eine schöne 1,5-Zimmer-Wohnung. Nö, auch selbst mit der 1,5-Zimmer-Wohnung, da bin ich jetzt auch jetzt nicht mehr ewig drin. Ja, hast du schon andere Wohnungen gefunden? Also klar, gibt genug Wohnungen, wo ich hinziehen könnte. Ich habe da nicht warum so. Warum bist du nicht mehr ewig in der 1,5-Zimmer-Wohnung drin? Weil, ja, sag doch mal, warum weil ich mit Kim bald umziehen werde. Also zu kommen. Ihr oder wie? Nein. Oder seid ihr doch am Gucken? Also, ich bin ja in einer Genossenschaft, ich brauche mich ja nur einschreiben und kriege entweder eine Wohnung oder nicht. Okay. Ach, du arbeitest dort oder wie? Nein. Eine Genossenschaft, was das ist, weißt du ja hoffentlich. Ja, also du hast dich da schon vorher irgendwie eingetragen. Ich bin der Genossenschaft beigetreten und diese Genossenschaft verwaltet verschiedene Wohnungen. So, okay. ich kann mich jetzt bei dieser Genossenschaft für eine gewisse Wohnung einschreiben und wenn dort eine frei wird in dem Wohngebiet, dann kann ich dort einziehen. Und bezahlst du was dafür? Du musst Anteile kaufen. Ach du, das geht, also das ist dann deine Eigentumswohnung, verstehe ich das richtig? Nein, du bezahlst Anteile von der Genossenschaft. Und dafür wohnst du mietfrei? Nein. Dann check ich's nicht. Also du google nachher Genossenschaft und dann weißt du, was ich meine. Nee, jetzt mal wirklich für alle, die hier zuschauen. So, ne? Wie funktioniert das System? Erklär mal. Ich hör schon, wie du grinst, du Affe. Ja, es interessiert mich halt echt, weil ich's nicht checke. Eine Genossenschaft, das ist ein Zusammenschluss aus mehreren Leuten und die verwalten halt Wohnungen. Und wir können jetzt, ich glaube, ich habe Lava gefunden. Ja, jetzt kommt sie von oben. Sehr geil. Oh, nicht. Nee, ich habe sie dazu gemacht. Aber hier ist sie. Okay. Dann bauen wir uns da mal hoch und. Warte mal, wir machen das anders. Ich mach das da mal zu. Aber wäre es nicht schlau, wenn wir da nach oben gehen und gucken, ob da noch mal irgendwo eine Höhle ist, irgendwie? Weißt du, was ich meine? Ja. Egal, zurück zu der Genossenschaft. Wie genau funktioniert das System jetzt? So, ich kaufe Anteile dieser Genossenschaft, um dort Wohnungen zu dürfen. Beziehungsweise, du kannst dich für eine Mitgliedschaft beantragen, hier einschreiben. Ja. Ist aber bei den meisten Genossenschaften, zumindest in Hamburg, so. Die haben alle Aufnahmestopp, weil voll as fuck. Okay.
Und, so, ja. Und du hast da jetzt Anteile gekauft. Ich bin in dieser Genossenschaft drin und je nachdem, wie groß die Wohnung ist, beziehungsweise was für eine Wohnwertmiete die hat, sprich wie teuer die ist. Wie teuer die ist, desto das ist nur ein mehr Anteile, desto mehr Anteile muss ich kaufen. Ach so, also du trägst dich in die Genossenschaft ein und vielleicht du trittst dabei und schreibst dich sozusagen dort ein, dass du eine Wohnung suchst, die so deinen Vorstellungen XY entspricht. Nö. Und wenn dann plötzlich eine Nein. Nicht so. Digga, okay. Ich erklär's dir nachher in Ruhe. Ich habe jetzt da keinen Nerv zu. Nein, jetzt für alle, die zuschauen. Ich hol mal das Eisen hier. Nee, es interessiert mich echt, weil... Ja, ich erklär dir das nachher in Ruhe. Ich hab schon mal so einen Beitrag gesehen, da ging's auch um sowas. Da hat man irgendwie so Anteile gekauft und dann wurde einem versprochen, dass man dann eine Eigentumswohnung bekommt und die haben halt die Leute richtig abgezockt. Aufs Übelste. Ja, genau sowas ist das, Kappa. Ach, genau das machst du? Nein. Alter, du bist so ein Spassi. Ja, dann check ich's echt nicht, sorry. Tut mir leid, ich bin halt blöd. Ja. Was sowas anbelangt. Vielleicht kenne ich das auch einfach nicht, weil es hier sowas nicht gibt. So, ich habe einen Eimer Lava. Ich will auch gerne einen Eimer Lava haben. Ja, aber... das war nur so ein Lava-Dingsbums-Dings da. Dings, so. Du weißt schon. Mehr ist es nicht gewesen. Ja, oder ja. Wir suchen uns noch eine andere Höhle. Lass nochmal runtergehen. Ja, dann hol mir das ganze Eisen hier raus, wenn es fertig ist. Und dann gehen wir hoch und suchen uns was anderes. Ja. Und hoffen mal, dass wir in dem Zeitpunkt nicht angegriffen werden. Weil dann ist wieder alles weg. Ja, da hast du recht. Oder wir bauen einfach uns so unterirdisch lang und hoffen, dass wir auf irgendeine Höhle stoßen. Das könnte ja auch passieren. Das geht natürlich auch, ne? Das ist ja kein Strip-Mining, das ist Höhlensuchen. Verstehst du? Wir könnten ja einfach mal anfangen, oder? In diese Richtung hier, geradeaus, die ganze Zeit. Liverroot. Was ist Liverroot? Das habe ich weggeschmissen. Das ist irgendein unbrauchbarer Scheiß. Keine Ahnung, wofür wir das brauchen sollen. Ich habe eine Höhle gefunden, oder waren wir hier schon? Brauchen wir Redstone? Nee, nicht, dass ich wüsste. Das Ding nehmen wir wieder mit. Hier, das kommt mit. Das kommt mit. Der Ofen kommt mit. Der Ofen kommt mit. Und ich komme zu dir. Wo warst du? Bist du da, wo wir... Ich entsneak mich gerade. Ich bin die ganze Zeit so... Also du kommst, wenn du den Gang folgst, kommst du zu mir. Und ich baue mich hier gerade echt einfach lang in der Hoffnung, dass ich irgendwie eine Höhle finde. Ach, hier ist so viel Holz, man müsste sich echt mal eine Axt machen. Ah, da bist du, dann sneak ich mich. Ja, ich habe Eisen gefunden, ich nehme das noch kurz mit. Wir können echt nicht genug haben. Nee, da hast du recht, aber Spatzpulver bräuchte man halt auch mehr. Ja, dann aber könnten wir... Dann dürfen wir die Höhle einfach nicht ausleuchten, dann müssen wir echt... Aber ich habe letztens mal nachgefragt, die anderen haben auch gesagt, was Creeper angeht, da sind die auch echt am struggeln. Okay, deshalb enchanten die sich halt vielleicht auch alle so viel, ne? Weil ein Team hat ja irgendwie einen Enchanter gebaut, hat man in den Schiefen... Ich habe eine Höhle gefunden. Nice. Oder sowas Kleines, ne? Ich glaube, das ist keine richtige Höhle, sondern nur irgendein Scheiß. Wir sind unter der Twilight Lich. Oh, dann müssen wir auf... Oh. Egal, wenn noch nicht das Grüne kommt, dann ist ja noch alles gut. Ich glaube auch nicht, dass es unterirdisch ist. Hier ist gar nichts. Das könnte schon sein, dass man dann da... Ja, wir werden es ja sehen, wenn dieses Grüne kommt. Weil da geht's rein. Aber auch nicht weit. Mal gucken. Oh, Eisen. Ja, also es sind generierte Höhlen, sagst du, ne? Ja. Deswegen sind die so komisch. Ja, jetzt ist die Twilight-Bitch wieder weg. Ja, stimmt. Oh, aber hier geht's weiter. Ich bin jetzt direkt beim Wasser. So, ich baue hier mal Eisen ab. Also hier scheint es ein bisschen weiter zu gehen, aber wahrscheinlich auch nicht so sehr. Aber selbst hier sind wieder fast keine, also keine Mobs. Das ist richtig seltsam. Keine Ahnung, was sich die Organisatoren dabei gedacht haben. Also mir wäre sowas nie passiert, wenn ich so ein Battle plane. Dann probiere ich immer alles vorher aus. Jetzt hör auf, irgendwie schlecht zu machen, Arschloch. Ich mache ja keinen schlecht. Die haben es ja super hinbekommen. Ich hätte nicht gedacht, dass die das so gut hinkriegen. Ich gehe links rum. Oh, hier geht's raus und da geht dann die Twilight. Also da ist dann dieses grüne Quadrat mit dem Döns. Also da gehen wir jetzt mal lieber nicht lang. Und ich mache mal ein paar Fackeln. Ich will mal gucken, wo wir dann genau sind. Oh, ich hatte Oh, ja das geht Fackeln. Ja hier direkt los dann, okay. Ja, genau. Ja, versuch mal keine Fackeln zu platzieren, sondern dir welche in Inventar zu packen. Hier in die Hand zu nehmen. Spinne und Kobolde. Bringt das was, wenn man die in die Hand nimmt? Ja. Nee. Doch, bei mir wird alles hell. Ja, dann hast du so einen Shader drin. Ich hab keinen Shader. Oder eine Mod. Also bei mir wird nichts hell, wenn ich eine Fackel in der Hand hab. Bei mir wird sogar alles hell, wenn du hier. Ja, dann hast du echt irgendeine Art Shader oder so. Also wir sehen uns dann nächste Folge wieder. Hier ist noch mehr Eisen und hier finden wir vielleicht auch ein paar Creeper. Ich habe einen Creeper, glaube ich, gefunden gerade. Okay, sehr geil. Also wir müssen disconnecten. Bis zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüss.